Wir haben uns gesagt, das ist unser Finale heute. Das Finale verliert man nicht, sondern Finale gewinnt man und das haben wir geschafft. Ballbesitz für die Portugiesen. Oh, super gespielt, aber auch klasse gehalten von Yogi Bitter. Was war denn das für eine Parade? Super von Branquinho, rübergespielt. Aber Bitter ist da, springt raus, Beine zusammen. Klasse Szene, super diese Parade gegen Salina. Wir haben gesagt, wir wollen Fünfter werden und hatten ursprünglich natürlich die Vorgabe Halbfinale. Das haben wir jetzt um einen Platz verpasst. Wir haben uns in den letzten drei Spielen fantastisch von unseren Fans verabschiedet. Die Vorrunde war etwas holprig, aber die letzten fünf Spiele waren überragend. Und da haben wir, glaube ich, sehr tollen Handball geboten. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Andreas Wolf, der macht ihn rein. Drittes Tor in diesem Turnier, das zweite heute. Ja, da ist die Zielgenauigkeit, die Präzision beim Torhüter extrem gefordert. Olympia-Qualifikation schon in zwei Monaten. Das sind drei Spiele in drei Tagen, für mich unmenschlich. Aber es ist eine Heimkulisse. Wie wichtig ist das, dass Sie Olympia angehen und Schweden-Slowenien als Hauptgegner? Natürlich wollen wir unbedingt nach Tokio. Das ist ein überragendes Turnier. Das konnte ich 2016 schon mitmachen und ich möchte unbedingt hin. Wir haben ja auch ein bisschen Glück gehabt, dass Norwegen nicht Europameister wurde. Sonst hätten wir die Spanier noch in die Gruppe bekommen. Ich sag mal, die Gruppe liest sich natürlich schon sehr, sehr schwierig mit Schweden, Slowenien und Ägypten oder Tunesien. Aber ich denke, wenn wir so spielen wie die letzten fünf Spiele, dann ist das durchaus machbar. Und wenn dann vielleicht sogar, ich sag mal, die eine oder andere Trainingszeit dazu haben, dass wir uns noch mehr als Einheit präsentieren, können wir das noch mehr die Abläufe automatisieren, dann sieht die Welt noch mal ganz anders aus. Wir wollen einfach diese Abwehr noch weiter festigen, weil wir in der Vorrunde gesehen haben, dass uns da manchmal noch die Abläufe gerade mit den Halbpositionen fehlen. Und wenn wir da stabil stehen, haben wir in den letzten fünf Spielen gesehen, dann kann uns fast keiner schlagen. Super. Er hat ihm ein paar Zentimeter im rechten Eck offen gelassen. Aber der macht mit seinen 2,5 Meter Größe und dieser irren Reichweite natürlich das Tor richtig dunkel. Abschließend, morgen trennen sich die Wege. Es geht nach Hause. Werden Sie sich gegenseitig vermissen? Und was werden Sie an dem anderen vermissen? Wir werden es überhaupt nicht vermissen. Wir haben jetzt einen Monat aufeinander gehangen. Ich bin froh, wenn ich die Fratzen jetzt erstmal nicht mehr sehen muss. Nee, aber wir haben heute noch einen persönlichen Abschluss hier in Stockholm. Werden da mal noch freundschaftlich anstoßen. Und dann werden wir uns zwei Monate, glaube ich, dann erstmal nicht mehr sehen. Und dann frohen Mutes und mit voller Motivation den nächsten Lehrgang starten. Ja, ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen vermissen werden, weil wir uns sehr viel ausgetauscht haben in den letzten Wochen. Aber ich glaube, Andi hat den ganz einfachen Weg gewählt. Er hat sich einfach aus Deutschland mal verabschiedet und muss uns jetzt erstmal nicht sehen. In diesem Sinne, Ihnen beiden gute Heimreise und viel Erfolg dann, ja? Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und schaut euch die Handballvideos dieser EM auf diesem Link an.